Eine Rose. Danke. Die Rose der Schande. Wenn man miteinander schläft, wie machst du das dann? Habt ihr das eben auch gesehen? Egal. Wie konntet ihr mich mit einer Torte bewerfen? Ach Mensch, Alan, das ist alles eine riesengroße Erinnerungslücke. Wir können uns doch selber an nichts erinnern. Aber das ist doch Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sowas gemacht haben. Warum sollten wir dich mit einer Torte beschmeißen? Das ergibt echt keinen Sinn, Alan. Du solltest dir den Gedanken aus dem Kopf schlagen. Ist so. Der Pool. Ich glaube, die Lösung liegt im Pool. Und genau darum geht's. Hayden ist eine Heldin. Sie hat Mut bewiesen und sie genießt das Leben. Und alle von euch, die hier jetzt noch stehen und gezögert haben, die leben nicht im Moment. Also, warum zögern? Der Sprung sah ja schrecklich aus, du Armer. Das hat doch bestimmt unfassbar wehgetan. Ach, das geht schon. Na dann sollen wir uns alle noch einen Drink holen, um das Beste aus dem Abend zu machen. Hört sich gut an. Ich bin dabei. Perfekt. Und ihr? Wir bleiben bei ihm. Okay. Okay. Bye. Ciao. Seid ihr die Mitarbeiter von der Villa? Nee, ich bin von Alans Schwester, der Mann. Ich bin Gärtner hier, also ja, ich bin Angestellter. Habt ihr auch so einen Maskenmann gesehen? Was? Was soll das sein, Maskenmann? Es war ein Mann, der war schwarz gekleidet und hatte eine goldene Maske auf. Eine goldene? Das wird einer von den Mädchen ja seine zu viel Highlighter im Gesicht gehabt. Ja, vielleicht, keine Ahnung, bist du schon ein bisschen betrunken oder so? Eigentlich nicht. Ah, nee, gibt's nicht. Auf keinen Fall, nee. Alter, wie ist sie dahinter gekommen? Das kann nicht sein, als ob der hier wirklich einfach rumläuft und die den sehen und alles. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist auch mehr Mythos und alles. Leute, habt ihr eine Ahnung, welche Influencer sich hinter der Maske verbirgen könnte? Ihr müsst das mal in die Kommentare schreiben. Scheiße, echt. Wrist on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8-figure nigga. Face on zaddy, pockets on jigger. You better get the car to make it swipe like Tinder. Private villa in the fur chin chiller. Hast du dich schon umgezogen? Ja. Ich habe dir gerade einen Drink fertig gemacht. Danke. Gerne. Glückwunsch zu deinem Mut, dass du einen Arschbaum in den Pool reingemacht hast. Danke. Du hast jetzt bestimmt einen bleibenden Eindruck bei Ellen hinterlassen. Das heißt, 1-0 für dich. Hä? Warum denn jetzt 1-0? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Na, weil du als Einziger einen Arschbaum in den Pool reingemacht hast. Ach so, stimmt. Aber ich habe auch noch eine gute Idee für dich. Wir können ja heute Abend einfach Ulrikes Bikini zerschneiden. Dann ist sie ja ausgeschaltet und dann hast du bessere Chancen bei Ellen. Dann liegst du ja auch weiter vorne. Manchmal hätte ich auch gerne Fledermaus, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht, wenn ich größere Ohren hätte, könnte ich Fledermäuse hören. Das wird schon wieder. Ich würde gerne mit Orcas schwimmen. Aber... Okay. Die Chance, dass ich gegen einen Eisberg fliege, ist so hoch. Hä? Oh, danke, dass ihr mir einen Drink gebracht habt. Wollen wir vielleicht direkt was spielen? Ja, gerne. Was haltet ihr von? Ich hab noch nie. Ja, ich hab sogar direkt eine sehr spannende Frage. Okay. Und zwar, ich hab noch nie ein Porno gedreht.
keiner. Und ein Porno geschaut? Die Frage lassen wir vielleicht besser aus. Okay. Hey! Hey! Was macht ihr? Wir spielen, ich hab noch nie. Okay, darf ich vielleicht mitspielen? Klar. Ja. Okay. Was ihr bisher noch nicht von mir wisst. Ich weiß über jeden von euch etwas ganz Besonderes. Ein persönliches Geheimnis. Und deswegen weiß ich auch, dass einer der hier Anwesenden schon einmal einen Porno gedreht hat. Okay. Wahnsinn. Lana ist die schlauste künstliche Intelligenz, die ich kenne. 10.000-mal schlauer als Siri, Alexa oder jeder verdammte Detektiv oder Polizist. Und dass jemand ein Porno gedreht hat, ist irgendwie schon krass. Ich wüsste zu gerne, wer. Ach, und ich weiß nicht, dieser Alan, also der Bachelor, der ist irgendwie schon knuffig. Wie so ein Riesenbaby. Findest du nicht auch, dass man die Sterne so schön sehen kann? Ja, die sind echt schön. Es ist so schön. Ich bin so müde. Hast du gleich noch Lust, in den Pool zu gehen? Ein Pool? Ja, vielleicht machen wir das. Ich bin so müde. Hast du denn Badesachen an? Oder? Ja, ich hab die hier liegen. Ja. Doch, ich muss mich auf jeden Fall umziehen dann gleich. Ja, das schaffst du, oder? Ich weiß nicht, ich bin echt müde. Komm, wir machen uns noch ein paar Longdrinks und dann gehen wir in den Pool. Ja, machen wir. Okay, let's go. Komm. Ist angenehm, ne? Die Nachtluft. Ja. Da kommt der Pool erst richtig zur Geltung, ne? Mit dem babyblauen Wasser hier und den neuen Lichtern. Aber das ist auch wirklich gut geworden. Also, hör auf. Nein, wirklich. Hör ich auf. Nicht. Meinst du? Ja. Aber nur so nebenbei. Ich finde blaue Männer schon attraktiv. Wirklich? Was zur Hölle war das? Ich muss Phil nochmal davon erzählen gerade. Okay. Entschuldige, Brille vergessen. Dann, erstmal. Tschüss. Dachte ich und Sophie können die Zeit hier in der Villa genießen. Wir waren immer richtig Bilderbuchgeschwister. Und jetzt? Ich meine, sie zersticht einfach mein Bikini. Sie muss mich abgrundtief hassen. Okay. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich einen ganzen Partyabend nur gekotzt habe. Ich habe noch nie jemanden betrogen. Ist gut. Ich habe noch nie im Zoo einen Elefanten mit einem Apfel beworfen. What?
Okay. Ich habe mir noch nie Sorgen über mein Gewicht gemacht. Oh. Willst du nicht trinken, Ellen? Also ich muss auch trinken. Bei mir war das auch schon mal so. Warum sollte ich trinken? Wahrscheinlich ist seine Waage kaputt. Das ist gemein. Oh mein Gott. Ihr habt recht. Ich bin fett. Peinlichster Bachelor der Welt ist er das? Das ist er! Es ist witzig, dass du hier im Pool schwimmst. Es ist witzig, weil du fett bist. Scheiße. Du, ich konnte das kaum ertragen, wie er da jetzt gerade sogar geweint hat. Und das alles wegen uns, oder was? Glaubst du, da ist wirklich was dran? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, warum sollten wir ihn mit Torte beschmeißen und irgendwas? Das ist doch krank. Ich. Ja, das Ding ist, wir haben an so viel unsere Erinnerung verloren. Das ist. Ja. Es wäre gar nicht völlig unwahrscheinlich, dass es wirklich passiert ist. Ja, gerade du. Ich meine, du spielst Leuten schon immer mal gern einen Streich. Ja, aber du hast diese stumpfe Handwerkerart. Das ist so. Du weißt nicht, was ich gehört habe. Hör mal auf, ey. Ja, schau mal hier. Was ist das denn? Sieht aus wie Blut. Ja, das Blut. Das ist noch frisch. Ach du Scheiße. Wenn das so weitergeht, fahren wir sofort nach Hause. Hättest du was dagegen, wenn ich dir Gesellschaft leiste heute Abend? Nein, gerne. Bist du sicher, dass du keinen Koks willst? Nein, nein.